Juni 2017. Auf einer Motorradreise in Richtung Südtirol führt unsere Route unter anderem über den Gavia-Pass. Wir fahren die teilweise sehr enge Passstrecke in Südrichtung. Dabei überwinden wir einen Höhenunterschied von rund 1400 Metern bis zur Passhöhe auf über 2600 Metern Meereshöhe. Der Pass liegt in den italienischen Alpen in der Region Lombardei und im Nationalpark Stilfserjoch. Dieses Streckenvideo zeigt die Auf- und Abfahrt nahezu in Echtzeit. Nur wenige Schleichfahrten hinter langsamen Autos wurden herausgeschnitten. Angenehmes Mitfahren wünscht Heiner Kowalski.